Hallo, mein Name ist Mario. Ich habe eine weitere Folge zu meiner Themenreihe Widersprüche der Bibel. Heute möchte ich mich mit einem wichtigen Thema befassen, was uns immer wieder begegnet, dass nämlich behauptet wird, die ersten Christen hätten gar nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist. Und auch Konstantin der Große hätte zum Konzil zu Nicäa 325 die Bibel gefälscht. Das heißt, die Bibel, die wir heute in der Hand haben, ist gar nicht das Original, sondern die originalen Evangelien wurden vernichtet von Konstantin dem Großen. Hier haben wir noch einmal diese drei Argumente, die übrigens auch gestützt werden von den Zeugen Jehovas, die nicht Gott glauben, dass Jesus Gott ist, und natürlich unsere Freunde, die Muslime, die auch nicht glauben, dass Jesus Gott ist und auch die behaupten, dass die Bibel, die das nämlich bezeugt, eine Fälschung ist und zwar gefälscht von Konstantin dem Großen. Wollen wir uns aber den geschichtlichen Fakten einmal zuwenden. Was ist eigentlich wirklich passiert zum Konzil zu Nicäa? Da haben wir erstmal Konstantin den Großen, der dieses Konzil einberufen hat. Er lebte 280 bis 337. Er hat dieses Konzil 325 nach Christus einberufen und sein Ziel war es, einen Frieden zu schaffen unter den damaligen Christen. So wie heute haben sich die Christen damals auch gerne und gut gestritten. Und es war der Streit zwischen den Katholiken, die gelehrt haben, dass Jesus Gott ist, so wie die Bibel es sagt, und den Arianern. Die Arianer waren Nachfolger des Arius, der nicht glauben wollte und konnte, dass Jesus Gott ist. Was wurde dort noch besprochen? Die Christologie, also die Natur Jesu wurde besprochen und das Glaubensbekenntnis zu Nicäa wurde dort formuliert. Nicht in einem Vers, nicht in einem Buchstaben wurde die Bibel berührt oder verändert. Was war die Lehre des Arius? Arius lehrte, der Vater allein ist Gott. Gott hat die Welt durch Jesus geschaffen. Jesus existierte schon vor der Schöpfung, war also präexistent und er war ein Abbild des Vaters. Jesus ist nur ein Gott, aber nur ein geschaffener Gott, so wie ein geschaffener Engel ungefähr. Und er ist nicht allmächtig. Nun, ich möchte mit euch kurz noch anschauen, was sind die schriftlichen Ergebnisse des Konzils zu Nicäa. Das heißt, wir haben dort ein Glaubensbekenntnis, was dort verfasst wurde. Die Bibel wurde überhaupt nicht verändert dort. Es wurden zwar Schriften der Arianer verbrannt von Konstantin, aber es hatte eigentlich keine Auswirkung, weil wir heute ganz genau wissen, was die Arianer gelehrt haben, entweder durch ihre Schriften oder durch deren Kritiker. Und es wurde kein einziges gnostisches Evangelium verbrannt von Konstantin, also sogenannten wahren Evangelien, die wir ja auch in dem Film von Dan Brown gesehen haben. Die Evangelien zum Beispiel nach Judas, nach Petrus, nach Maria oder nach Philippus. Diese Evangelien haben wir heute zugänglich in jeder Uni-Bibliothek. Die werden auch nicht verschlossen vom Vatikan oder was es da alles noch für Theorien gibt. Die wurden auch schon gar nicht vernichtet von Konstantin, sondern die sind heute alle da. Die können wir heute alle lesen. Und die kannst du auch im Internet nachlesen, kannst du googeln und original nachlesen. Und wenn du sie vergleichst mit den Evangelien der Bibel, dann wirst du erkennen, warum die ersten Christen diese Evangelien als Fälschung, diese Evangelien als Fälschung, also nicht als wahrhaftig anerkannt haben, sondern die Evangelien, die wir heute in der Bibel haben. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, warum, das möchte ich euch noch kurz mitteilen, glauben die heutigen Historiker nicht, dass Konstantin das Ergebnis von Nicäa manipuliert hat. Erstens, der erste Grund ist, das können wir alles nachlesen, ob bei Wikipedia oder in guten geschichtlichen Büchern, ein Jahr vorher gab es noch ein Konzil, das Konzil zu Antiochia 324. Dort kam das gleiche Ergebnis, wie auch in Nicäa, dass eben Jesus Gott ist. Übrigens auch 50 Jahre später, 381, zum Konzil von Konstantinopel. Das war alles ohne politischen Druck und ohne Konstantin, auch von den Christen selbst bezeugt worden, dass Jesus Gott ist. Und dann war das Bekenntnis von Nicäa überhaupt nicht entstanden durch politische Unterstützung. Denn ihr müsst euch vorstellen, wer Konstantin der Große war. Er war kein Kirchenvater oder Bischof.
Er war ein Politiker, er war ein Machtmensch. Ihm ging es nur um den Frieden in seinem Reich. Und so wie er beim Konzil zu Nizäa den Katholiken recht gegeben hatte, hat er sie 10 Jahre später dann auch ins Exil geschickt und dann die Arianer wieder zurückgeholt und sie in die Kirchenpolitik als Machtmenschen hineingestellt. Ihr müsst euch vorstellen, dass Rom später hunderte von Jahren von Arianern regiert worden sind, denn die Goten und die germanischen Stämme waren hauptsächlich arianischen Glaubens gewesen, weil sie von arianischen Mönchen christianisiert worden sind. Und die ersten Bischöfe, müsst ihr euch vorstellen, das waren keine Waschlappen, die sich irgendwie von irgendeinem Kaiser was sagen ließen. Das waren noch Bischöfe gewesen aus den Zeiten vor Konstantin, wo sie noch verbrannt worden sind, wo sie gestorben sind, wo sie Märtyrer gewesen sind für ihren Glauben. Der Glaube nämlich, das, was die Bibel bezeugt, dass Jesus Gott gewesen ist. Nun aber, auch wenn wir jetzt die ganzen geschichtlichen Fakten gehört haben, dass Konstantin der Große überhaupt kein Interesse hatte, die Bibel umzuschreiben, es ging ihm um einen Religionsfrieden, nehmen wir einfach mal an, Konstantin wollte die Bibel fälschen oder wollte die Bibel umschreiben. Dann möchte ich euch 3 Gründe geben, warum dies nicht der Fall sein kann. Der erste Grund ist, und das sehen wir hier in unserer kleinen Zeitleiste hier, hier habe ich euch eine kleine Zeitleiste gebastelt, hier sehen wir 325 das Konzil zu Nizäa. Den ersten Grund hatten wir ja schon gehabt, dass ein Jahr vorher im Konzil zu Antiochia genau das Gleiche bekannt worden ist. Aber wir haben einen weiteren Grund, warum das für Konstantin den Großen eine logistische Unmöglichkeit war, die Bibel zu verfälschen. Hier sehen wir nämlich in unserer Liste 2 schwarze, schwarz markierte Zeiten. Einmal im 2. Jahrhundert sehen wir das Papyrus Bodmer Nummer 18 und circa 200 nach Christus das Papyrus Bodmer Nummer 2. Dort sind wichtige Funde des Neuen Testaments gemacht worden, besonders die eben auch die Stellen in sich haben, wie Johannes 1, Vers 1, Gott war das Wort, und Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. All diese Dinge haben wir original schon gefunden, nämlich 100, 150 Jahre vor Konstantin. Das heißt also, Konstantin hätte die ganzen Evangelien umschreiben müssen. Das waren aber zur damaligen Zeit schon hunderte, wenn nicht tausende Kopien gewesen in der ganzen Welt. Das war eine logistische Unmöglichkeit. Und vor allen Dingen haben wir hier den Beweis, dass wir originale ältere Kopien haben, die genau den gleichen Text haben, den wir heute in unseren Bibeln haben, nämlich dass Jesus Gott ist. Und die Bibel bezeugt überall im Neuen Testament unendlich viel, dass Jesus Gott ist. Es lehrt es überall. 1. Johannes 5, Vers 20: Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und so geht es weiter und weiter. Und ihr könnt euch gerne diese Bibelstellen alle mal abschreiben, wenn ihr wollt, und nachlesen, wo die bezeugen, dass Jesus Gott ist. Und wir haben auch die Zeugnisse, dass Jesus größer ist als die Propheten, als Jona, als Salomo, als der Tempel, als alles. Johannes 3, Vers 31. Dieser ist größer als alles. Wer ist das? Jesus Christus. Wir haben die Ich-Bin-Worte. 7 an der Zahl. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Schaffen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kann nur ein Gott von sich sagen. Nun kommen wir aber zu dem zweiten Grund, warum es technisch unmöglich war, für Konstantin die Bibel zu fälschen. Weil, selbst wenn es Konstantin gelungen wäre, die Bibel zu verfälschen, können wir heute durch, wie ein Mosaik, durch alle Kirchenväter, durch die Zitate, die Bibel zitiert haben, die Bibel wie ein Mosaik wieder zusammensetzen. Das heißt, er hätte die ganzen Kirchenväter, die Schriften, hunderte von Schriften auch mitfälschen müssen. Nicht nur die Bibel, sondern hunderte von Büchern der Kirchenväter. Und hier haben wir viele Kirchenväter, die hunderte von Jahren vor Konstantin gelebt haben, die bezeugen, dass Jesus Gott war. Da haben wir Ignatius von Antiochien,
50 bis 117 nach Christus, 218 Jahre vor Nicäa. Deshalb wollen wir alles tun, als ob Christus in uns wohnte, damit wir seine Tempel seien und er, unser Gott, in uns wohnte. Das finden wir im Apostolischen Väter, Brief an die Epheser, Kapitel 15, 3. Dann haben wir Justin der Märtyrer, 170 Jahre vor Nicäa. Ihr habt nicht verleugnet, dass Jesus Gott war, der Sohn des Einzigen. Das lesen wir im Dialog mit Trypho, Kapitel 126. Dann haben wir Melito von Sardes, 130 Jahre vor Nicäa. Jesus, der zur gleichen Zeit ist, Gott und perfekter Mensch, Fragment Nummer 6. Dann haben wir Irenäus von Lyon, 123 Jahre vor Nicäa. Jesus wird bekannt als Gott und Herr und ewiger König und eingeborener und fleischgewordenes Wort von allen Propheten und Aposteln und dem Geiste selber. Das lesen wir in Gegen die Häresien, Buch 3, Kapitel 19, Vers 2. Dann haben wir Clemens von Alexandrien, 110 Jahre vor Nicäa. Dieses wahre Wort, Jesus, ist nun erschienen als Mensch. Er allein, beides, seiend, beides, Gott und Mensch. Das lesen wir in Mahnreden, Rede gegen die Griechen, 1, Kapitel 7, Vers 1. Dann haben wir Tertullian, 95 Jahre vor Nicäa. Der einzige Mensch ohne Sünde ist Christus, weil Christus auch Gott ist. Und das lesen wir in De Anima, Kapitel 41, Vers 3. Wir sehen, die Zeugnisse der Kirchenväter sind unermesslich. Konstantin hätte das alles vernichten müssen auch. Und dann sehen wir als letztes Argument, warum es unmöglich war, die Bibel zu fälschen. Weil er hätte die Bibel verfälschen müssen, er hätte die Kirchenväter verfälschen müssen und er hätte auch, und das habe ich hier in grün markiert, ungläubige römische Historiker und ihre Zeugnisse fälschen müssen. Da haben wir einmal Caius Plinius Secundus, ca. 86 nach Christi, der in Briefe 10, Kapitel 96, Absatz 7 bezeugt, die Christen verehrten Jesus als Gott. Und dann haben wir Lucian von Samosata, ca. 180 nach Christus, der in De Morte Peregrini, Kapitel 11, bezeugt von den Christen, die Jesus verehren, vor den Gekreuzigten die Knie beugen und für ihn sterben. Das war viel, ich weiß das, aber diese historischen Zeugnisse, die wir alle nachlesen können, im Internet oder auch in der Bibliothek, die sind erdrückend. Es ist praktisch unmöglich, wissenschaftlich dieses Argument zu halten. Konstantin hätte gewollt oder hätte es geschafft, die Bibel zu verfälschen. Wir können abschließend sagen, die Bibel, die bezeugt, dass Jesus Gott ist, ist exakt übertragen über alle Jahrhunderte. Wir haben das Zeugnis der Kirchenväter, wir haben das Zeugnis der ungläubigen Historiker, dass die ersten Christen Jesus als Gott verehrt haben, so wie die Bibel es bezeugt. Dankeschön.